Janoschs Traumstunde. Es war einmal Das hatte einen Vater, der war sehr groß und auch ein Das kleine und das große wohnten zusammen an einem Fluss. Und dann hat das weil die nächste Geschichte heißt das kleine nein, falsch. Wie ich schon sagen wollte, das kleine Krokodil. Es war einmal ein ganz großes Krokodil. Das hatte einen ganz kleinen Sohn. Das große Krokodil war größer als 2 Elefanten und König über die 45 Tiere am Fluss. Es war sehr stark, grimmig, gemein gegen andere, war gefräßig und stank. Am liebsten hätte es die ganze Welt verspeist. Aber am besten schmeckten ihm Vögel, denn es hatte noch nie einen erwischt. Das kleine Krokodil aber war immer fröhlich und guter Dinge, lag den ganzen Tag im Gras, freute sich, ließ sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Und wenn einer kam und fragte, wie geht's, sagte es, danke, gut. Sehr gut, ja. Denn die Sonne scheint, ich ärgere mich über gar nichts. Was will ich mehr? Und das stimmte. Es fraß auch niemals andere Tiere. Nährte sich von den Früchten der Bäume, von Gras und fing Wasserflöhe. Und es stank nicht, denn es wusch sich jeden Tag, schmückte sich obendrein mit Blumen. Es roch wie ein Veilchen und die Vögel und Schmetterlinge spielten gerne mit ihm. Und das gefiel dem Vater nicht. So ein Sohn, das war für ihn eine Schande. Nicht genug dessen lernte das kleine Krokodil auch noch tanzen. Muss ich mich als Vater für so einen Sohn? Du bist ein lächerlicher Hanswurst.
Ein Regenwurm, ein Kümmerling. Und sowas soll einmal meinen Thron besteigen, dass ich nicht lache. Da sagte das kleine Krokodil: Du gefällst mir auch nicht, weißt du? Und wenn du mich nicht in Ruhe lässt, gehe ich nach Iglau. In den Zoo. Dort kann jedes Tier in Frieden leben. Jawohl. Und als der Vater ihm das verbot und sagte: Untersteh dich, du Mistkerl! Machte sich das kleine Krokodil sofort auf den Weg und ging nach Iglau. Iglau war eine schöne Stadt. Im schönsten Haus in Iglau wohnte Herr Wondratschek, der Direktor vom Zoo. Das kleine Krokodil fragte, ob sie hier wohl etwas Arbeit hätten für ein Krokodil. Eine kleine Anstellung vielleicht mit Kost und Logis. Und Gras, wo es sich hinlegen könnte. Mit etwas Sonne von oben. Aber keine Feinde. Oh ja, sagte Herr Direktor Wondratschek und freute sich kolossal, denn ein Krokodil fehlte ihm noch im Zoo. Bitte, treten Sie näher. Nehmen Sie Platz. Aber treten Sie nicht auf unseren modernen Teppich. Sonst ärgert sich meine Frau. Beißen Sie? Überhaupt nicht, sagte das Krokodil. Und Herr Wondratschek sagte: Oh ja, das ist gut. Denn bei uns in Iglau ist es so schön und friedlich. Am nächsten Tag führte Herr Wondratschek das kleine Krokodil in seinen Zoo. Alle Tiere im Zoo waren zahm. Nur der Löwe nicht. Er hatte scharfe Zähne und saß allein in einem Käfig. Vorsicht! Der beißt, sagte der Direktor. Aber sonst beißt hier keiner in Iglau. Das kleine Krokodil bekam eine eigene Krokodilsabteilung und gutes Futter. Die Vögel von Iglau kamen es besuchen. Schmetterlinge setzten sich auf seinen Schwanz. Und alles war schön. Das kleine Krokodil wurde in Iglau sehr geehrt. Jeden Tag kamen über 100 Leute, um das schöne Krokodil zu sehen. Sie fütterten es mit Tomaten, Haselnüssen, weichem Obst und Kirschkernen. Und wenn gemeine Kinder ihm Reißnägel, Haarklammern und Knöpfe aus Blech zu fressen gaben, fraß das Krokodil alles auf und ärgerte sich nicht. Aber einmal kam eine Mädchenklasse. Die Lehrerin nahm ein Buch und las vor: Das Krokodil. Das Krokodil stinkt, ist gemein, gefräßig, grimmig und stark. Es frisst kleine Tiere und auch Menschen. Man macht daraus Handtaschen. Die kleinen Mädchen fürchteten sich und hielten sich die Nasen zu. Zum ersten Mal ärgerte sich das kleine Krokodil, denn gerade kleine Mädchen mochte es so gern. Es wurde grimmig vor Wut, riss das Maul auf und hätte die Lehrerin gefressen.
Da setzte sich ihm ein Schmetterling auf einen Beißzahn. Ein ganz kleiner, war friedlich und rührte sich nicht. Das Krokodil wartete, vergaß seinen Zorn. Und ein kleines Mädchen sagte: Beiß doch gar nicht! Frisst nicht einmal Schmetterlinge! Da! Jetzt kamen auch die anderen Mädchen und wollten reiten. Wenn das Krokodil nicht beißt, sagten sie, dann beißen die anderen bestimmt auch nicht. Und das stimmte. Mit einmal hatte Herr Wondratschek den schönsten Zoo der Welt. In Iglau.